Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Ministerin, ja, es gibt positive Signale, nur die Rede hat es jetzt ja auch wieder gezeigt, leider kommen diese nicht aus Deutschland. Und es ist doch sehr erstaunlich, dass Wohl und Wehe nun von China in allen Bereichen abhängen sollen. Und da gibt es verschiedene Beispiele. Heute Morgen bei der großen Konferenz im AA steht als Überschrift die globale Transformation in Paris voranbringen. Nur dann hören wir in der Rede der Staatssekretärin, dass Deutschland für ein modernes, dynamisches und faires Abkommen kämpft. Ich habe mich wirklich gefragt, wo ist da die Verbindlichkeit, die Sie hier angeblich so hochhalten? Und Ihr Antrag ist ein weiterer Offenbarungseid. Denn was Sie auf internationaler Ebene einfordern in Ihrem Antrag selbst, da besteht doch eine gigatonnenschwere Diskrepanz zu dem, was Sie hier national so liefern. Frau Kollegin, darf ich Sie mal kurz unterbrechen? Die Kollegin Schwarzelöhr-Sütter würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Lassen Sie die zu? Ja. Bitte schön, Frau Schwarzelöhr-Sütter. Liebe Kollegin Baerbock, stehen Sie nicht hinter einem modernen Klimaschutzabkommen, wo ein ambitionierter oder ein Ambitionsmechanismus dahinter steckt? Wollen Sie keine Anpassung und einen Überprüfungsmechanismus? Stehen Sie nicht hinter einem fairen Abkommen, wo das quasi Entwicklungsländer, die Trennung von Entwicklungsländern und Industrieländern überwunden wird? Wenn Sie nur einen Satz rausgreifen, dann erklären Sie mir doch, warum Sie das fair, modern und dynamisch nicht gut finden. Ja, ich finde nicht gut, dass Sie mit der Position antreten, Deutschland steht für fair, modern und dynamisch. Als einzige Botschaft, wenn völkerrechtlich verbinden, wir wollen ein Langfristziel verankern, wir wollen Dekarbonisierung schaffen, 2 Grad schaffen, alle kämpfen dafür, dass das völkerrechtlich verbindend gemacht wird, dass wir selbst China und die USA an Wort holen. Und dieses Wort fällt in keinem Satz in Ihrer Rede. Und auch auf Nachfrage von den Journalisten, die Frage, ob das denn jetzt verbindlich sei, ja, das sei alles schwierig, da müssen wir mal gucken, wie wir zueinander kommen. Ich erwarte von einer Bundesregierung, dass sie vorangeht und nicht nur mitschwimmt und dass sie dafür eintritt, dass wir hier zu einem verbindlichen Vertrag kommen und alle anderen Elemente damit erfasst sind. Und das kam in Ihrer Rede nicht vor. Bei Twitter haben Sie das dann hinterhergefügt, dass völkerrechtlich natürlich auch wichtig sei, aber wenn man vorangeht, dann muss man diese Botschaft auch klar setzen. So, und die Botschaft klar setzen, das sehen wir ja auch in Ihrem Antrag. Da fordern Sie, ich zitiere, so soll sichergestellt werden, dass die Staaten ihren Minderungsverpflichtungen nachkommen. Ist dies nicht der Fall, müssen die Ambitionsniveau in denjenigen Staaten nachgeschärft werden, die ihren Klimabeiträgen nicht gerecht werden. Schöne Worte, aber wir werden als Europäische Union unseren Klimabeiträgen nicht gerecht und deswegen müssen wir nachschärfen. Das schreiben Sie doch hier selber auf. Und statt mit den Fingern auf die anderen zu zeigen, sollten wir lieber vor einer eigenen Haustür hier kehren. Denn es wurde ja erwähnt, es wurde ausgerechnet, wir befinden uns nicht auf einem 2-Grad-Pfad, sondern auf einem 2,7 Grad bis 3,5. Ich glaube, der Korridor ist schon sehr wichtig, dass der hier auch erwähnt werden sollte. Und wir haben uns in Lima, da waren wir ja alle zusammen da, in einem Vertrag verpflichtet, dass die INDCs eingereicht werden, dass, wenn klar wird, dass das 2-Grad-Ziel nicht erreicht wird, nachgebessert wird. Leider ist der Zeitplan ein bisschen hinterher. Das sollte schon im Sommer passieren. Und dann sollte rund um das Treffen mit Ban Ki-moon nachgebessert werden. Wir sind jetzt im Oktober, aber das befreit uns doch nicht davon, dass wir jetzt nicht mehr nachbessern müssen. Das haben Sie selber als Bundesregierung in Lima mit vereinbart. Wenn wir nicht auf dem 2-Grad-Pfad sind, dann müssen wir nachbessern. Und deswegen fordern wir hier von Ihnen, setzen Sie sich als Bundesregierung dafür ein, dass die Europäische Union ihre Ambitionen hebt, weil sonst werden wir die Welt nicht retten können. Und ähnlich sieht es beim Emissionshandel aus. Frau Weisgerber, Sie haben ihn jetzt ja gerade wieder erwähnt. Da steht in Ihrem Antrag, sich dafür einzusetzen, dass die Revision des europäischen Emissionshandels in der 4. Handelsperiode gestärkt wird und nicht weiter abgeschwächt. Ich meine, wenn wir uns schon in so einem Korridor bewegen, dass wir sagen, wir wollen aber nicht, dass es abgeschwächt wird, dann werden wir auch damit keine tiefgreifenden Maßnahmen erreichen, die ein Dekarbonisierungsziel auch wirklich gewährleisten können.
Und der dritte Punkt ist Ihr Klimaaktionsprogramm 2020. Da steht, Sie setzen sich dafür ein, dass das in allen Bereichen auch wirklich umgesetzt wird. Dann frage ich mich nur, wie passt der Kabinettsbeschluss jetzt dazu, dass wir im Bereich der Energiewirtschaft leider die 20 Millionen, die schon zu niedrig angesetzt werden, nicht mehr umsetzen werden, sondern dass wir den Ruhestand von alten Kraftwerken auch noch vergolden. Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es gäbe noch einen Punkt, wo Sie vorangehen können und nicht nur mitschwimmen. Wir haben einen der größten Skandale, Industrieskandale in unserer Geschichte. Das schafft nicht gerade Vertrauen vor einer internationalen Konferenz, wenn ein deutsches Unternehmen mit gefälschten CO2-Grenzwerten jahrelang Wirtschaft betrieben hat. Wäre es da nicht ein sinnvolles Signal, als deutsche Bundesregierung zu sagen, ja, wir haben davon gelernt, ja, wir wollen Vertrauen schaffen, so wie Sie das in Ihrem Ansprache ja auch gesetzt haben. Und deswegen treten wir dafür ein, dass wir eine radikale Umkehr im Verkehrsbereich brauchen. Deswegen treten wir nicht nur für strenge Grenzwerte ein, sondern wir treten dafür ein, dass wir endlich E-Mobilität auch in die Realität schaffen. Und da reicht es nicht dazu auf, wieder einen Prüfauftrag in Ihren Antrag zu formulieren. Unser Appell ist daher mit unserem Antrag sehr, sehr deutlich. Wir brauchen erstens eine Offensive für den Ausbau der erneuerbaren Energien statt Bestandsschutz für Kohle in Deutschland. Wir brauchen einen globalen Technologietransfer statt Subventionen und Bürgschaften für klimaschädliche Kohle. Wir müssen in unserer deutschen Außenwirtschaftspolitik machen, das Zeitalter raus aus den Fossilen, rein in die Erneuerbaren hat jetzt bekommen. Und ich sage Ihnen, das machen ja die positiven Signale aus China mehr als deutlich. Wenn wir es nicht tun, dann machen es andere. Denn weltweit wird bisher mehr investiert in erneuerbare Energien als in Fossile. Und wenn wir jetzt nicht bereit sind, hier umzurudern, dann ist das nicht nur eine ökologische Schandtat, dann ist das auch ein ökonomischer Irrsinn. Und deswegen fordern wir Sie heute dazu auf, stimmen Sie für unseren Antrag für eine Politik für morgen, anstatt für eine Politik von gestern, so wie Sie das formuliert haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion erhält jetzt Frank Schwabe das Wort, dem ich von dieser Stelle aus noch einmal herzlich zu seinem heutigen Geburtstag gratulieren möchte. Applaus